Peace Leute, ich bin's wieder, euer Freezy mit einem weiteren Video. Und zwar geht es wie im letzten Jahr, bei Staffel 2 habe ich über Seven vs. Wild Videos gemacht, dass es fake ist. Jetzt ist Staffel 3 draußen, die ist noch nicht ganz draußen, die wird gerade verfilmt und so. Die sind schon in dem Wald und das wird alles gerade verfilmt. Auf jeden Fall sind gerade neue Neuigkeiten gekommen. Ich dachte, ich als Nachrichtenexperte muss direkt die rüberbringen. Auf jeden Fall ist ein Mega-Spoiler auf Reddit gekommen, beim Schrägstrich Seven vs. Wild Reddit. Da steht einfach Mega-Spoiler. Ich kann aus guter Quelle berichten, dass bereits 3 Teams ausgeschieden sind. Und Leute, es ist noch keine Folge auf YouTube Online. Das wird alles jetzt geleakt. Irgendwelche Leute, die da gerade arbeiten oder so, haben das einfach auf Reddit veröffentlicht und geschrieben dazu noch. Davon 2 aufgrund von Verletzungen. Kann sein, dass wie bei dem anderen irgendein Stock auf den Kopf gefallen ist oder so. Aber jetzt kommt das Krasse. Einer davon, das weiß, wissen wir jetzt nicht. Hier steht eine davon so schwer verletzt, dass momentan sogar der Abbruch des Projekts droht. Ich kenne keine Namen, bleiben allerdings dran und werden berichten. Leute, und ihr müsst wissen, ich habe das irgendwo gehört, entweder auf einem Livestream hat das irgendwo Trimix gesagt oder auch auf einer Insta-Story oder so oder bei Reddit, ich weiß nicht, oder auf Twitter, es kann alles sein. Irgendwo hat Trimix gemeint, dass Rumatra, die sind ja ein Team, dass er von einem Bär angegriffen wurde. Leute, jetzt kein Fake, ich weiß, ich mache Fake-Videos manchmal, Freezy, aber es ist kein Fake, das hat irgendwo Trimix gesagt. Ich werde euch alles einblenden, was ich kann, dass er von einem Bär angegriffen wurde und das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, deswegen finde ich, musste ich dazu jetzt direkt ein Video machen. Und Leute, ich bin gerade hier mit dem Headset. Auf jeden Fall, Trimix redet gerade mit mir. Auf jeden Fall sagt er, ich höre ganz gut zu, was Trimix mir sagt. Er hat mir gesagt, es ist auf jeden Fall auch ein Leak gekommen bei Reddit, dass ein Flugzeug zu denen in die Insel geflogen ist. Das sieht man alles. Ich werde das einblenden. Die sind ja irgendwo, glaube ich, in Portugal oder so. Auf jeden Fall habe ich das auch auf TikTok gesehen. Ah, Trimix erzählt mir gerade, ich muss ganz gut zuhören, Leute. Okay, er meinte, dass der Flieger dahin geflogen ist, das sieht man auch auf irgendeiner App, und wieder zurückgeflogen ist, dass er weiß ja nicht, was mit den anderen Teams ist, er weiß nur, dass mit Rumatra, er wurde von Bär angegriffen, er ist auf jeden Fall weggeflogen mit dem Helikopter, mit dem Medic-Helikopter, und auf anderem Team meint er irgendwas mit Trimix meint gerade mit Papa Platte, da ist auf jeden Fall jemand verletzt gegangen, dass Papa Platte auf jeden Fall gerade verletzt ist, er wird auf jeden Fall gerade mit dem Helikopter weggeflogen. Und das war auf jeden Fall noch so eine Info, die musste ich einfach bringen. Und Trimix, danke für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns später. Wir spielen gleich Clash of Clans. Peace out auf dich. Und ich hoffe, denen allen geht's gut. Aber das werden wir dann im Weiteren schauen. Ich werde auf jeden Fall weitere Videos dazu machen. Und ja, war auf jeden Fall wichtig, dass ihr das jetzt mitbekommt von dem allerechten Freezy. Was ist das mit dem Video? Ich werde euch auf dem Laufenden halten.